Eröffnet durch den Faschingsverein Vösendorf, ist der Ball der Roten Nelke ein Ball voller Traditionen. Trotzdem wird auch immer wieder neuer Schwung hineingebracht. Der erste Ball in der Ballsaison hier in Vösendorf. Freuen Sie sich schon auf die Nacht? Auf jeden Fall. Auf die Nacht freue ich mich sehr. Es ist immer, wie Sie sagen, der erste Ball. Es folgen ja noch weitere, unser Gewerbeball und so weiter. Es kommen noch etliche Bälle. Aber das ist immer was Besonderes, weil es eben der erste wieder in der Saison ist. Sie waren immer Ballermann, haben Sie jetzt weitergegeben. Wie ist das einmal, hier am Ball zu sein, ohne zu wissen, was passiert? Es ist eher ruhiger. Ich weiß noch immer, was passiert. Weil ich habe meinen Nachfolger unterstützt, noch wo es geht. Was gibt es Neues? Ja, wir wollen mischen eine Kombination aus der Tradition, die wir immer seit Jahrzehnten erfolgreich umsetzen. Und das Zweite ist, dass wir eine Diskothek im Nebenraum aufgemacht haben für das jüngere Publikum. Da gibt es auch eine Bar. Wie ist das jetzt, wenn man das mit ganz anderen Augen sieht als Organisator? Naja, es ist schon was anderes. Ich habe jahrelang die Kassa gemacht. Jetzt als Organisator hat man schon andere Probleme und einen größeren Wirkungsbereich und das gilt natürlich entsprechend zu erledigen. Ist die Ballzeit eine, die man besonders genießt oder ist die auch ein bisschen sehr stressig? Es ist manchmal schon stressig, aber wenn man dann einmal an so einem Abend da ist und beim Ball dabei ist, also dann ist es schon schön. Es ist schon immer ein schönes Erlebnis. Es gibt unangenehmere Dinge wie Ballveranstaltungen. Und gerade hier der SPÖ-Ball in Vösendorf ist schon ein sehr eleganter Ball, eine gut besuchte Veranstaltung. Bin ich sehr gerne. Es ist auch immer Gelegenheit, einmal ein paar private Worte zu wechseln, abseits vom Tagesgeschäft. Und diese Kommunikation, auch wenn nicht so viel Zeit ist, ist doch die Gelegenheit, ein bisschen zu plaudern und mit Menschen ein bisschen abseits vom Tagesgeschäft in Kontakt zu sein. Freuen Sie sich schon auf die Ballsaison? Ja, ich freue mich sehr. Wir haben einige traditionelle Bälle hier in Vösendorf. Ich besuche die gerne und schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Ne? Sind Sie ein Tänzer? Oh je, nein, nicht so sehr. Also die langsamen Tänze gerne, aber wenn es schneller wird. Ich bin weniger ein Tänzer. Nur eher die Langsamen, so wie jetzt gerade vorher. Aber wenn Damenwahl ist, gehen Sie schon mit? Die Musik muss halt das spielen, was ich will. Das kann man jetzt nicht mehr so kontrollieren wie vielleicht die letzten Jahre. Ah ja, ich habe mit den Musikern noch einen guten Kontakt. Ja.